Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich wieder ein Video für euch. Erstmal wünsche ich euch einen schönen dritten Advent. Ich habe mein Stirnband hier mit den Öhrchen wieder an. Ich war gerade duschen gewesen. Und ich wollte mit euch jetzt gerade ja, so ein bisschen Pflege machen. Und ich wollte euch meine Lippenpflegestifte-Sammlung zeigen. Ich habe nämlich sehr, sehr viele, weil ich die nämlich auch liebe. Ich habe überall welche. Ich habe sogar jetzt noch irgendwo 1, 2, 3 verstreut an meinen anderen Handtaschen und auch in meine Jackentaschen. Die habe ich aber jetzt nicht rausgekramt, weil die sind jetzt halt eh bald leer. Ja, meine Haare sind noch nass, deswegen habe ich die so zusammen gemacht. Ich mache mit euch jetzt gerade meine so ein bisschen Pflegeroutine so. Wie gesagt, ich war ja gerade duschen. Meine Augencreme von Balea habe ich schon aufgetragen. Genau. Und zwar mache ich als erstes mein Rosenwasser drauf. Das ist das Rosenwasser vom Action. Das habe ich aber nur hier umgefüllt, um das zu sprühen. Genau. Habe selber drauf geschrieben, Rosenwasser. Oh, ich liebe das. Das mache ich mir jetzt erstmal. Als erstes drauf. So, und dann wird das so ein bisschen eingeklopft. So. Genau, die Kette hier, die ihr seht, die habe ich mal bei DM gekauft von Ebelin. Die Ohrringe hier, diese kleinen Stecker, die sind vom Teddy mal, glaube ich. Das Stirnband hier ist auch übrigens vom Teddy. Da habe ich auch noch in Weiß mit Öhrchen und Rosa. Mein Ehering, mein Verlobungsring, mein Armband. Und ja. Ich habe mein Cardigan vom Lidl an. Das T-Shirt hier, glaube ich, ist mal vom Kick gewesen. Und ich habe meine Bambi und Klopferhose an. Die ist vom New Yorker. Aber das seht ihr alles in meinem dritten Teil. Also es kommen noch zwei Teile. Das erste Teil von meiner Disney-Sammlung habe ich ja schon hochgeladen. Den zweiten Teil meiner Disney-Sammlung kommt jetzt nächste Woche online. Und dann gibt es aber noch einen dritten Teil mit meiner Disney-Kleidung. Genau. Ja, machen wir hier mal weiter. Und zwar mache ich ja von Balea hier mein Aqua-Feuchtigkeitsserum drauf. Das liebe ich ja, das kennt ihr mittlerweile von mir. Dann machen wir hier so drei Pumpis drauf. So. Genau, und ein bisschen höher. So, dann wird das einfach nur hier so eingerieben. Könnt mir ja gerne mal in den Kommentare schreiben, wie euer Adventwochenende so war. Bei uns war es ziemlich ruhig gewesen. Und ja, gestern am Samstag, also ja, gestern Samstag, waren meine Eltern und mein Bruder bei uns gewesen. Und ja, heute am vierten, ach am vierten sag schon, am dritten Advent ist ruhig bei uns. Genau, schön gemütlich. Hab ein bisschen Kopfschmerzen heute, aber sonst geht's. Okay, das. Und normalerweise, wenn ich meine ja, ganzen Serien und so einarbeite, dann gehe ich auch mit meinem Roller hier immer so drüber, der ist so schön kalt, das ist so angenehm. Oh. Ich habe den auch noch in Grün. Die sind ja beide vom Action. Und oh, ich liebe das, ne? So. Normalerweise mache ich das immer länger, ausgiebiger, aber jetzt mache ich das nicht so lange, weil sonst wird das Video zu lang. Genau. Ich liebe das Teil hier. Das sind auch meine Farben.
In Rosa und Roségold. Ich lieb's. So, genau. Dann als Lippenpflege, das ist der vom Adventskalender von Essence. Und zwar ist das den Lip Scrub. Der ist mit White Currying Sweet Almond Oil. Mein Englisch ist nicht ganz so toll, ne? Also, 4,9 Gramm sind da drin. Ist vegan, steht drauf. Jo, genau. Ich liebe ihn. Okay. Der sieht so aus. Da sind auch schon die Körner. Ich habe den schon benutzt gehabt. Meine Lippen sind ziemlich trocken. Deswegen. Ach. Machen wir den jetzt mal drauf. Jetzt könnte das, glaube ich, noch besser sehen, diese grobe Peelingkörner. Da muss man ja immer vorsichtig an den Lippen sein. Genau, den mache ich dann drauf. Dann lasse ich das Ganze schön einziehen und so. Und dann, wenn das nachher weggezogen ist, dann mache ich dann nochmal von Essence diesen Lip Care Booster Lip Butter drauf. 10% Kokosöl. Da sind 12 Milliliter drin, ist auch vegan. Ist der hier. Und der riecht toll nach Kokosnuss. Den machen wir nachher zum Schluss noch drauf. Genau. Und dann machen wir heute von Kappa. Mache ich dann heute, da sind 40 Milliliter drin. Mache ich dieses Parfüm noch drauf. Ja, ist schon was aufgebraucht. Das habe ich ja zum Geburtstag von meinen Eltern gekriegt. Dieses Jahr, zum, wo ich 30 wurde. Oh, ich liebe das Parfüm. Genau. Und das machen wir drauf. Oh, das riecht ja so toll. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Lippenpflegesammlung. Ich habe drei Täschchen voll. Ich liebe sie. Ich liebe Lippenpflegestifte und ich kaufe jeden weiteren neue limitierte. Lippenpflege kann man nie genug haben, sage ich mir. Ich habe in der Küche zwei, ich habe im Wohnzimmer welche, ich habe in meinem Schminkzimmer welche, ich habe an meinem Bett, am Nachttisch habe ich einen stehen, mache ich jeden Abend schön dick drauf. Und ich habe im Badezimmer in meinem Spiegelschrank. Und dort habe ich zwei drin. Da wechsle ich jeden Abend und jeden Morgen wechsle ich da ab. Sobald ich aufgestanden bin, mich gewaschen habe, meine Routine so gemacht habe mit meinen Pflegeserien, Augenbrauenserum, Wimpernserum und was weiß ich, mache ich mir immer eine Lippenpflege drauf nachher. Und nach dem, wie gesagt, erst Zähneputzen und dann die Lippenpflege. Genau. Und zwar fangen wir mit den Täschchen an. Das habe ich im Wohnzimmer unter unserem Wohnzimmertisch stehen. Da habe ich alles drin. Ist so ein niedliches Täschchen, das ist mal von Essence mal gewesen, aber ich glaube, das bekommt man so nicht mehr. Da habe ich wirklich alles Mögliche drin, was ich abends immer so auf der Couch dann mal brauche, ne? Und so. Da habe ich den Lippenpflege drin von Balea. Lippenpflege Peeling, Hanf und Banane. Genau. Den habe ich unten in meinem Backup-Schrank, habe ich den mir nachgekauft, weil ich den so gut finde. Der ist schon bald aufgebraucht. Der war noch größer gewesen. Der riecht super toll nach Banane. Die Peelingkörner sind ganz, ganz fein und ich liebe den. Ich mache den wirklich immer ganz, ganz dick drauf. Da sind 4,8 Gramm drin und ich liebe den. Den habe ich mir nachgekauft, den habe ich schon unten im Backup. So, dann habe ich hier den Lippenpflegestift von Alverde von DM. Lippenpflege mit Feige und Honig. Zertifizierte Naturkosmetik. Auch 4,8 Gramm drin. Der sieht so aus. Ich glaube, so in der Aufmachung, glaube ich, bekommt man den nicht mehr. Müsst ihr mal gucken. Ja, so sieht der aus. Oh, der riecht so gut nach Honig. Also Honig sticht hervor. Die Feige riecht man nicht so, aber pflegt super gut. Dann habe ich hier einen von Isana Lippenpflege Pearl and Gloss. Das sind, ich meine, das sind überall 4,8 Gramm drin. So sieht der aus. Der hat so einen schimmernden Effekt, aber der riecht schön so.
so buttrig. Also, ich liebe den. Und dann habe ich hier noch einen von Isana Lippenpflege, Vanille Kokos. Ja, das sind überall 4,8 Gramm. Ja, der, meine ich, ist neu bei Rossmann. Genau. Ist auch so ein Peelingstift. Das sind auch ganz feine, grobe Körnchen. Hier riecht man die Vanille raus und auch den Kokos. Aber der Kokosduft, der ist stärker als der Vanilleduft. So, dann habe ich hier vom Action Rosé Hip Lippenöl, White Antioxidant, 15 ml sind da drin. Das war richtig davon. Das habe ich auch im Backup, weil das so gut ist. Und ich glaube, diese Rose hier bekommt man gar nicht mehr. Hat so eine schräge, ist so ein Öl und riecht wunderbar nach Rose. Und ich liebe ja Rose, ne? Das habe ich auch als Backup nachgebunkert. Dann habe ich hier von BB dreifach geschützt. 4,9 Gramm sind hier drin. Einmal den hier. Ich liebe die von BB. Die sind so toll aufgemacht. Und oh, der riecht so gut. So. Ja, der riecht so nach Honig. Aloe Vera. Honig und Aloe Vera, würde ich sagen. Aber sehr, sehr pflegend. Ich liebe den. Den habe ich auch schon mehrmals nachgekauft jetzt. Dann habe ich hier einen von Isana mit Hyaluron. Mit Hyaluronsäure. So sieht der aus. Und da riecht man die Hyaluronsäure auch raus. 4,8 Gramm. Das haben, glaube ich, die meisten. Der ist jetzt ganz neu bei Rossmann. Dann ganz spektakulär, Kaufmannscreme, Haut- und Kindercreme. Da sind 10 ml drin. Die Tube ist auch schon bald leer. Ich habe die auch überall in Dosen, in den runden Döschen. Nur den hier habe ich hier oben. Also Kaufmannscreme, meine große Liebe. Das geht schon bald leer, muss ich mir ja nachkaufen. Genau, das. So, dann habe ich hier, damit wir das hier nicht so, Moment, ich packe das hier mal gerade alles wieder da rein, damit ich das hier nicht so vertausche. So, dann habe ich hier von Essence Lip Care Booster Lip Serum, 10% Peachöl, sind 10 ml drin. Das ist das hier. Das habe ich zweimal. Das wird ihr, glaube ich, gleich nochmal sehen. Das hier habe ich im Wohnzimmer. Das riecht auch wirklich nach Pfirsich. Hat so ein kleines Pinselchen. Oh, das ist so gut. So, so gut. Das habe ich mir auch direkt nachgekauft. Das habe ich jetzt einmal hier oben im Wohnzimmer in meinem Täschchen drin. Und einmal unten in meinem Schminkzimmer. Dann habe ich das hier von Rivalos Me Lip Balm. Das ist auch neu. Da sind 11 Gramm drin, ist vegan. Da habe ich die 01 Vanilla. Ich finde auch die Dose so schön. So eine Blechdose. Und dann, oh, das riecht so richtig toll nach Vanille. Und ich habe mir für diese Pöttchen hier, habe ich mir von Ebelin so einen Lippenpinsel gekauft. Genau. Und dann, wie gesagt, gehe ich damit dann da rein und dann auf meine Lippen. Weil mit dem Finger, das mag ich nicht so doll. Wegen Bakterien und so auch. Und deswegen gehe ich dann mit dem Pinsel rein. Und bei jedem Benutzen mache ich den Pinsel natürlich sauber. Gell? So, das habe ich da drin. Und dann habe ich hier von Rossmann von Isana Night Beauty ein Lippenbutter. Das hier, so ein Pöttchen. Da sind... ist bis nächstes Jahr September haltbar. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm da drin sind. Das steht gar nicht drauf. Ist so eine feste Masse. Und das riecht so gut nach Honig und Karamell. Oh, lecker. Ich liebe dies. Ich liebe das. Genau. Das habe ich in dem Täschchen drin, was im Wohnzimmer ist, unter
unserem Wohnzimmertisch. Da habe ich wirklich dann alles dran. Dann habe ich im Wohnzimmer auf dem Tisch, was ich jetzt gerade aktuell verwende. Und zwar ist das von Balea Lippenpflege Tropical Vibes. Da sind 5,9 Gramm drin. Und zwar ist das dieser große, dicke, fette Oschi hier. Den habe ich auch nachgekauft. Den habe ich noch eingepackt im Backup unten, weil den liebe ich auch. Den kann man so nach oben drehen. Oh, und der riecht so schön. Nach, richtig tropisch. Und ich würde sagen, da ist so Vanille, also so richtig tropisch halt, ne? Und ich liebe den. Den habe ich gerade aktuell in Verwendung im Wohnzimmer auf dem Tisch. Und dann auch hier von Essence die Wish Open Air Star. Ja, ist das richtig so? Karing Lip Balm 01 ist vegan. Mein Englisch ist nicht so toll. Wenn ihr das lesen könnt, bitteschön. Das war in dieser Limited Edition gewesen, diese Pyramide hier. Die musste ich einfach haben. Die ist so schön. Und von innen sieht er so aus. Oh, bleibst du hier? So, und der riecht wirklich richtig toll. Der hat so eine kleine schimmrige Farbe, gibt der ab. Da ist so ein bisschen Glitzer mit drin. Aber nicht doll. Der riecht auch so frisch halt so. Aber schön cremig. Und das liebe ich ja. Genau. Das sind die zwei, die ich gerade in Abwechslung, in Verwendung habe. Im Wohnzimmer auf dem Tisch. Also wie gesagt, für abends. So, und dann habe ich unten in meinem Schminkzimmer auf meinem Schrank das hier stehen. Und zwar ist das mit so schönen, wunderschönen kleinen Äugelchen. Genau. Riecht auch sehr fruchtig. Da sind 6,78 Gramm drin. Lip Balm steht nur drauf. Genau. Den hier einmal. Und dann habe ich mir den hier geholt vom Action. Das sind 8 Gramm drin. Die kennt mit Sicherheit jeder. Ich finde das einfach so süß. Ja, die hat, glaube ich, keinen speziellen Duft. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen so. Ja, so ein bisschen Frucht, die kommt doch heraus. Aber sonst ist das kein großartigen Duft. Und dann habe ich mir auch diesen mitgenommen. Doch, warte mal. Der hier ist mit Apfel. Der ist mit Apfel, genau. Und der hier sind auch 8 Gramm. Der ist mit Erdbeere. Strawberry. Genau. Ja, die riecht man da. Aber nicht doll. Ich fand die so süß. Ich musste die haben. So. Dann habe ich hier, den habe ich hier bei mir oben in der Küche. Und zwar hat der Arganöl Lip Balm. Da sind 4 Gramm drin. Die sind doch, glaube ich, auch vom Action. Den habe ich von der lieben Irene geschenkt bekommen. Das war so ein Goodie mal gewesen in diesem Trash-Wanderpaket. Genau. Wo sich jeder so ein Goodie rausnehmen konnte von ihr. Und den habe ich in der Küche stehen. Der ist super gut. Dann habe ich in der Küche den hier, diesen Labellilo. Da sind 7 Gramm drin. Dieser Oschi, der sieht aber auch nicht mehr schön aus von außen. Aber soll er ja auch nicht. Der soll schön pflegen. Der riecht wirklich gut. So wie so ein Smoothie. Habe ich das Gefühl. Den habe ich in der Küche. Und den hier verwendet mein Mann von Isana Lippenpflege Sanfte Rose. Ja. Der hat jetzt keinen. Der gibt keine Farbe ab. Ne? Der gibt wirklich keine Farbe ab. Riecht wirklich gut nach Rose und den verwendet ab und an mein Mann auch mal. Dann habe ich den hier von Balea. Was steht da? Pine Apple? Also Maracuja. Der mit Maracuja war auch so eine Limited Edition. Ach, der riecht auch wirklich nach Maracuja. Und der hat so ein bisschen einen Schimmer drin. Oh, aber der riecht echt
nach Maracuja. Der ist so lecker. Den habe ich auch in der Küche und den hier habe ich in der Küche. Ich habe die so auf meinem Schränkelchen hier stehen und da wechsle ich immer wieder mal ab. Und zwar von Labello Let's Mango Tango heißt der. Mango Tango. Den hier. Hat eine. Oh, der riecht wirklich gut nach Mango und ich liebe Mango. Genau, die habe ich so in der Küche. Dann habe ich hier von Disney, von I Love Revolution, Cinderella. Das ist eigentlich so ein Lippentopper, aber mache ich eigentlich gar nicht. Da sind. Wie viel sind denn hier drin? Das steht gar nicht hier drauf. Doch, 4,1 Milliliter sind hier drauf, aber ganz klein steht es hier. Genau, den hatte ich euch ja auch in meinem ersten Teil von meiner Disney-Sammlung gezeigt gehabt. Der hat mein Mann mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, mit der also komplette Kollektion. Ah, der riecht so gut nach Vanille und so Kekse. Das ist eigentlich so ein Glitzer-Lippentopper, aber ich gebe den auch so auf. So. Dann kommen wir zu diesem ersten Täschchen. Das ist mein erstes Täschchen, so flauschi-flauschi. Das habe ich vom Teddy. Und der ist prall gefüllt. Fangen wir mal an. Ich muss mal gerade einen Schluck Sprudel trinken. So. Und zwar habe ich hier. Na, bleibst du stehen. Und zwar habe ich mir hier, das war von Essence, die Plum Baby Plum Kollektion gewesen, die LE. White Jojoba Öl. 9 ml sind da drin. Könnt ihr das sehen? Ja, genau. Könnt ihr sehen. Ist so ein Lippenöl. Hat voll das dicke, fette Füßchen. Riecht so richtig so nach Erdbeere und ist sehr fruchtig. Genau, davon habe ich auch den anderen. Der ist auch mit, Moment mal, der hier Nektar Lip Gloss. Ja, mit White Jojoba Öl, genau. Da habe ich auch diese andere Variante hier, sind auch 9 Milliliter drin. Hat auch das dicke, fette Füßchen. Ja, das riecht auch so schön frisch. Die sind echt gut. Genau, hier seht ihr das zweite. Das habe ich unten in meinem Schminkzimmer. Dann habe ich vom Action von Max & More habe ich einen Lipbalm und zwar 2,7 Gramm sind da drin. 380 Heffelein Lilac steht da drauf. Könnt ihr das sehen? Da steht Max & More. Genau. Und das ist dann auch wirklich so ein. Ja, so ein lila Ton, so ein bisschen dunkler. Das gibt auch wirklich, ja, wie gesagt, die Farbe ja auch ab, wie ihr hier seht. Aber riecht schön buttrig. Dann habe ich hier einen von Balea, ein Sensitiv. Den habe ich unten im Schlafzimmer neben meinem Bett stehen. Ach, der riecht wirklich cremig. Den habe ich neben meinem Bett stehen. Den habe ich aktuell da in Anwendung. Den hier habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich den hier habe. Das ist so ein Labellilo, sage ich mal. Und den habe ich im Badezimmer. Der ist aber auch bald aufgebraucht. Genau, der riecht auch nach Erdbeere. Den habe ich im Badezimmer in meinem Spiegelschrank. Dann habe ich den hier vom Action Lip Balm Sugar Scrub. Und zwar mit Kiwi. Da sind. Tö, tö, tö. 2 in 1 steht da. 3,5 Gramm drin. Und Ding ist in so einer Pappverpackung. Finde ich echt toll. Da unten steht auch, wie viel da drin sind. 3,5 Gramm. Und bei dem müsst ihr wirklich aufpassen. Der hat wirklich grobe Körner. Riecht auch toll nach. Ich komme gerade nicht drauf. Nach Kiwi. So.
Und diese groben Partikel, wenn man die in den Mund bekommt, die schmecken so ein bisschen nach Zucker. Und davon, der gibt es auch einen mit Pfirsich. Und auf dem bin ich auf der Suche nach dem. Den habe ich bei uns im Eck schon nicht gefunden. Dann habe ich hier einen, den habe ich unten in meinem Schminkzimmer von Balea. Pflegepeeling mit Kokos. Der sieht so aus. Ich habe viele Peeling-Stifte. Der riecht auch wirklich toll nach Kokos. Dann habe ich hier einen von BB Young Care. Da sind 4,9 Gramm drin. Von denen habe ich mehrere. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Der gibt aber auch so eine leichte Farbe ab. Aber nicht der Rede wert. Das sieht man, glaube ich, kaum, oder? Ratzwatschen. Wenn man ihn dolle aufträgt, dann sieht man die Farbe dort oben. Genau. Aber riecht toll. Cremig frisch. Von denen habe ich mehrere. Dann habe ich hier von BB diesen Sweet Lipstick. Love Me Limonade. Der ist wirklich mit Limonade. Wie viel sind dann hier drin? Das steht hier gar nicht drauf. Naja, und zwar ist es der hier, so ein Stift. Den kann man hier so nach oben drehen. Der gibt auch eine leichte Farbe ab. Oh, das heißt leicht, er gibt eine Farbe ab. Ja. Und der riecht wirklich toll nach Limo. Wer das mag. Ich meine, die gibt es ja auch aktuell noch, ne? Dann habe ich hier einen, den habe ich ganz neu von Balea. Magic Forest. Das ist der von der neuen Kollektion. Also Limited Edition. Den habe ich nur einmal jetzt benutzt. Der riecht so wirklich frisch, so. Ja, wenn ihr das Duschgel davon schon mal hattet, dann das riecht nämlich genauso. So, dann habe ich hier auch vom Adventskalender von Essence Caring Lip Balm, White Sweet Almond und Kokosnussöl, 4,9 Gramm, ist vegan. Das war ja vom Adventskalender. Ja, der riecht wirklich so schön frisch, so. Frisch und nach Kokosnuss. Genau, dann habe ich den hier von Disney. Animals Hay steht da drauf. Lip Balm. Und zwar mit 101 Dalmatiner. Genau, das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt gehabt. Ihr seht das hier. Da sind 4,3 Gramm drin. Ist auch vom Action. Da habe ich aber noch einen. Den habe ich eingepackt. Der ist von Ariel. Den habe ich aber unten in meinem Schminkzimmer, in meinem Backup. Ja, riecht so nach Vaseline, würde ich sagen. So nach gar nichts. Vaseline-mäßig halt. Ja, genau. Dann haben wir den hier von Rivalos Me. War auch mal LE. Take care of Yourself Lipöl. Da sind, steht gar nicht drauf, wie viel drin sind. Nö. Der ist mit Vitamine und Jojobaöl. Genau, ist sehr pflegend. Ist der hier. Das da drin sind echte jetzt komme ich nicht drauf, echte Steine. Diese Heilsteine da, diese. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich komme nicht drauf. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie der Stein heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, hat so einen Roller hier oben. Wir können ihn mal drüber geben. Schmeckt gut. Nicht Bergkristall. Das Vitamin Lippenöl pflegt mit wertvollem Vitamin und Jojobaöl für sanft weiche Lippen und ein glänzendes Finish. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie der Stein heißt.
Wer es weiß, kann mir es gerne in die Kommentare schreiben. Dann habe ich ja hier einen von Trended Up Fruit Lips. Ist auch so ein Lippenöl. Da sind 5 ml drin. Den habe ich euch ja beim letzten Schminki gezeigt gehabt. Na, der hat auch so grobe Pigmente drin. Hat so einen Applikator. Und der riecht schön frisch. Meine sind alle irgendwie frisch cremig so. Den habe ich in meinem Schminkzimmer. Dann habe ich hier einen von Balea. Do You Love Me? Das war auch eine LE gewesen. Den habe ich auch in meinem im Badezimmer. In meinem Spiegelschrank. Der riecht schön fruchtig. Der riecht wirklich fruchtig. Ah, toll. Ich liebe das, ne? Aber auch immer diese Aufmachungen, so das Packaging, ich finde das echt, ich finde die toll. Dann habe ich hier einen von Isana mit Aloe Vera. Ich meine, der ist auch ganz, ganz neu bei Rossmann. Ist so weiß. Und der riecht auch typisch nach Aloe Vera. Pflegt aber wunderschön. Dann habe ich hier einen, der ist auch in meinem Schminkzimmer, von Balea Magic Wonderland. Das war ja auch eine LE gewesen. Ich liebe diese LEs, gell? Der hat so eine Farbe, so ein bisschen rosa. Ah, so verträumter Duft, so. Wisst ihr, wie ich meine? So frisch und dann so ein bisschen peachy und so. Toll. Dann habe ich hier noch zwei. Da ist das erste Täschchen leer. Und zwar sind die von Aveo. Und zwar ist das von Müller. 4,8 Gramm sind da drin. Und zwar sieht so das Packaging aus. Könnt ihr das sehen? So ein Leo-Muster, aber halt dunkel. Und der hat so eine Farbe, so rosa. Und innen drin ist so ein Pflegekern. Riecht so buttrig. Pflegt schön. Gibt auch eine leichte Farbe ab. Ist eine limitierte Aufmachung. Dann habe ich hier noch einen, der hat so eine Nude-Farbe, auch von Aveo. Sieht genauso aus. Und der ist so ein bisschen dunkler, hat aber auch einen Pflegekern. Der riecht so ein bisschen fruchtiger. Gibt auch leicht Farbe ab, in so einem Nude-Ton. So, dann tun wir die hier rein, damit ich die nicht so vertausche. Dann kommen wir zu meinem Täschchen. Hier habe ich euch auch schon mal gezeigt gehabt. Das habe ich hier vom Thomas Phillips. Ja. Dann habe ich hier einen, der steht auch in meinem auf meinem Schminktisch, von so ein Labellilo. 7 Gramm sind drin. Das ist diese goldene Variante. Ich finde die echt toll. Der riecht nach Vanille. Vanille und so Buttercreme, so. Nach Butter, also nach Kekse. Dann habe ich hier einen von Isana getönte Lippenpflege. Color You Care. Mit pflegenden Öl und Shea Butter. Ich meine, den kriegt ihr noch bei Rossmann oder er ist aus dem Sortiment. Den kann man so nach oben drehen. Der riecht so blumig, würde ich sagen. Ich meine, davon gibt es aber auch noch eine Rotfarbe. Müsst ihr mal gucken. Dann habe ich hier zwei Stück von Labello. Und zwar ist das einmal diese Farbe hier. Ich glaube, das sind so Klosse. So pflegende Klosse. Genau. Riechen frisch. So nach Wubby Bubble, würde ich sagen. Hubba Bubba. Die geben aber auch Farbe ab. Aber diese kleinen Dinger hier sind voll teuer. Ich meine, waren 3 Euro einer. Aber ich wollte die unbedingt ausprobieren. Und einmal diesen hellen hier habe ich. Ja. Der riecht so wie so ein Smoothie. Würde ich sagen. Gibt aber auch so eine leichte Farbe ab. Dann habe ich hier einen von Rival of Me. Das war die Pastel Priest LE Kokumba Lipöl. Da sind... ist vegan.
Wie viel sind denn hier drin? Steht gar nicht drauf. Okay. Das ist mit Gurke. Mit Gurke. Hat so einen kleinen Applikator. Und der riecht wirklich nach Gurke. Und ich lieb's. Ich lieb's. Genau. Dann habe ich noch einen mit Gurke. Aber das ist ein fetter Oschi. Und zwar ist das von Trended Up. Cucumber Lip Serum. Und zwar rede ich von diesem Teil hier. Da sind 5 Milliliter drin. Upsala. Wo kommt der ja bei DM? Trended Up ist ja eine Marke von DM. Der hat voll das dicke, fette Füßchen hier. Und riecht schön nach Gurke. Ist sogar noch im Sortiment. Dann habe ich hier einen von Essence, den True Glow pH Ricarding. Genau, so ein Lipbalm. Zwar ist das der hier. Genau. Der sieht so aus. Ja, habe den hier schon verwendet. Und zwar, der hat so ein. Ein frischer Ton. Sobald ihr den aufgegeben habt, ändert er die Farbe nach eurem pH-Wert der Lippen. Dann habe ich hier, ich habe euch, glaube ich, den anderen gezeigt. Ja, genau. Zwar habe ich hier von BB Sweet Lipstick auch den anderen in Bury Me. Hier ist der andere davon. Kann man auch hochdrehen. Gibt auch eine Farbe ab. Ich swatche euch den mal. Da ist der. Der riecht auch schön frisch. So, dann habe ich hier von Essence den Yuki Bomb Shiny Lip Gloss. Ich hole ihn einfach mal mit hier rein. Der war im Adventskalender jetzt drin gewesen. 01 Pound Pitaya. So, ist sogar vegan. Hat so ein Applikator hier, so ein schräges. Und der riecht auch so ein bisschen frisch halt. Ne? Dann habe ich den hier vom BB Repair Balm. Den habe ich schon mehrmals aufgebraucht. Der riecht nach Honig. Ja, der hier geht auch schon mal langsam wieder leer. Ah, der riecht so nach typischem BB-Duft und nach Honig. Den habe ich schon mehrmals aufgebraucht. Der ist wirklich super gut. Den kann ich euch empfehlen. Dann habe ich hier von Isana einen Pflegestift. Der ist ja so der Klassiker. Ganz normale. Der sieht so aus. Der riecht auch so nach nichts neutral. Nach gar nichts riecht der eigentlich. Nee. Den kann man wirklich immer brauchen. Dann habe ich hier den von Labello. 4,8 Gramm. Den habe ich auch schon öfters aufgebraucht, aber hier war so eine LE gewesen. Da war hier hinten dieser Aufdruck drauf. Den habe ich auch schon öfters aufgebraucht. Der hat so eine schimmrige Farbe. Und der riecht wirklich super frisch. So ein bisschen parfümiert ist der. Genau. Ich kann mal gucken, ob der hier auch so die Farbe jetzt so abgibt. Der hat so einen so eine schimmrige Farbe hat er. Könnt ihr es sehen da hier vorne? Genau. Den habe ich auch schon das mehrfach aufgebraucht. Dann habe ich den hier von der Essence Coffee to Glow LE. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt noch aktuell bekommen könnt. Coffee Lip Scrub ist das hier. Ist Pappe. Dieses Packaging ist voll schön mit diesen Kaffeebohnen. Ist vegan, 4 Gramm. Der ist so braun. Ich habe den schon verwendet. Da oben sind diese Kaffeekörner. Der riecht auch voll nach Kaffee. Nur damit müsst ihr wirklich langsam umgehen, weil sonst rubbelt ihr euch wirklich komplett die Lippe auf. Dann habe ich den hier. Den hatte ich mal in einem Tauschpaket. Essenskiste Frock. Lipstick, der ist auch mit dem pH neutral, also der Color
Changing, genau, sind 4,8 Gramm drin. Ich glaube, den kriegt ihr bei Essence noch in der Theke. Den hatte ich, wie gesagt, im Tauschpaket. Der ist ganz grün, aber der wird so rosa, wenn ihr den auf den Lippen aufgegeben habt. Der färbt die Lippen ein. Genau. Genauso wie der hier. Der war in der Essence LE Wanna Be My Honey. Genau. Der färbt die Lippen auch so ein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist so eine schöne Biene drauf. Und so Bienenwab. Genau. Der färbt die Lippen auch damit ein. Der hat so schön Glitzer drin. Und der riecht nach gar nichts. Aber die meisten pH-Stifte da, die werden irgendwie alle rosa auf den Lippen. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich den hier von Essence, Fruity Kiss Caring Lip Balm White 10% Almondöl. Der ist mit Erdbeeren. Ich liebe den. Ich liebe den. Der ist vegan, 4,8 Gramm. Ich glaube, den kriegt ihr sogar noch bei Essence in der Theke. Der ist so knallrot. Der riecht volle Kanne nach Erdbeere. Und das liebe ich. Dann habe ich auch den hier. Auch von Essence. Genau. Aber der ist mit Himbeere. Den liebe ich auch. Den könnt ihr, ich glaube, den kriegt ihr sogar auch noch. Der hat so eine rosane Farbe. Der gibt auch so eine leichte, schimmrige Farbe ab. Riecht auch wirklich schön nach Himbeere. Dann habe ich den hier. Der ist von Revaldo Piang. Die sind ja aus der Theke gegangen von Rossmann. Dafür ist ja jetzt Reval Loves Me drin. Und zwar ist das ein Vitamin-Lipöl. 5,5 Milliliter sind da drin. Und zwar ist da drin eine schöne Blume. Der hat hier oben so einen Roller. Genau. Und der riecht wirklich so fruchtig. Aber bei Reval Loves Me könnt ihr die noch bekommen. Nur eine andere Aufmachung. Aber da ist auch so ein Blümchen drin. Und dann habe ich hier noch von Essence war die Till Glowing Golds. Caring Shimmer Lip Öl. Da sind 9 Milliliter drin, ist vegan. Da habe ich die 01 Heart of Gold. Moment, so muss ich es zeigen. Genau, war auch eine LE. Der hat auch so ein dickes, fettes Füßchen. Und das riecht so nach Zitrone. Zitrone und Vitamin C. Aber ich lieb's. Ich liebe die Teile. Und davon habe ich auch noch den anderen. Der ist so etwas rotstichiger, so orange mehr. Und das ist 02 Golden Magic. Der gibt auch so eine leichte Farbe ab. Und der riecht so nach Frische. Nach so Blumen. Ja, frisch und blumig. Ich weiß nicht, ob wir die noch bekommen können. Wie gesagt, war eine LE gewesen. So, dann ist die Tasche auch leer. Dann rollen wir die auch mal gerade hier rein. So. Und dann kommen wir zu der letzten Tasche. Und zwar habe ich euch ja bei meinem. Ach, obala, das muss ich mir gerade mal ein Tuch holen. Moment. Tada, hier bin ich wieder. Jetzt muss ich mir gerade hier diese Lippensachen abputzen. Und zwar habe ich euch ja in meinem ersten Teil von meiner Disney-Sammlung, habe ich euch ja meinen Kulturbeutel gezeigt mit Bambi drauf. Vom Primark, genau. Und da wollte ich euch ja noch das zweite Täschchen zeigen, was dabei war. Das habe ich ja in dem Video vergessen zu zeigen. Und das ist diese Tasche. Diese glitzernde Tasche war da dabei gewesen. Genau. So, hier habe ich noch einen zweiten davon. Ich habe davon mehrere und auch schon mehrere aufgebraucht, wie gesagt. Der hier ist auch schon bald leer, wie gesagt. Also, ach, ich liebe diesen Honigduft. Ich benutze meine Pflegestifte wirklich alle. Dann habe ich hier von Essence, ich weiß nicht mehr, in welcher LE das war. Da habe ich hier so ein, ja,
so ein Pöttchen hier. Oh, die Farbe, die ist toll. Und der riecht wirklich so toll nach Pfirsich. Also ja, so nach Mandarine halt. Genau. Dann habe ich hier auch von Reval Lupiang Super Fruity Lip Balm. Da sind 15 Gramm drin. Fruchtige Lippenbutter mit Erdbeerduft. Aber die könnt ihr nicht mehr kriegen. Das ist so eine Aludose. Andere hier war eine Plastikdose. Hier ist eine Aludose. Oh, toll. Ich liebe das, ne? Ja. Dann habe ich ja auch von Wanna Be My Honey All Over Balm White Naturals Öls. Steht hier drauf. 01 Be Life In Yourself Honey. 25 Gramm sind hier drin. Extrem pflegender Multibalm. Ist sogar vegan. Ich glaube, die könnt ihr, glaube ich, gar nicht mehr kriegen. Oder? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken. Und zwar, ach, riecht er wirklich gut nach Honig. Davon habe ich mir ja die Palette gekauft, zwei Pinsel gekauft, diesen Lippenbalm hier gekauft. Was habe ich denn noch davon gehabt? Aber guck mal, was das für ein Pöttchen ist, ey. Ich lieb's, ich lieb's. Ich gehe da auch immer wieder mit dem Lippenpinsel rein. Dann habe ich auch den hier von Essence Coco Nut Kiss Caring Lip Peeling White 10% Almondöl. Den könnt ihr, glaube ich, sogar noch beim Essen in der Essenstheke bekommen. Das ist wirklich ein grober Peeling. Da gehe ich auch mit so einem Pinselchen rein. Die Peelingkörner sind ganz ja, fein, aber auf den Lippen grob, würde ich sagen. Und riecht wunderbar nach Kokos. Genau. Dann habe ich mir den hier mitgeholt gehabt von BB Lippenbutter mit softem Rotton. Strawberry Macaron, also Pink Strawberry Macaron mit dem leckeren Duft nach ja, Macaron. Ne? Da sind 10 Gramm drin und zwar ist halt, sind halt ja diese neuen von BB. Die kriegt man ja auch in anderen Farben und Geschmacksrichtungen da. Und der hier riecht wirklich nach Erdbeere und so richtig Cake Pop. Richtig frisch, richtig Tutti Frutti hier. Boah. Aber wie gesagt, ich liebe die Teile. Und dann habe ich hier von Rival de Loup, ist von Rossmann, die Eigenmarke auch, Aromatic Sugar Scrub Lippenpeeling. Da sind 11 Milliliter drin. Ich verschlucke gleich meine Zunge. Das ist von Rival Loves Me. Ach ne, Rival de Loup. Rival de Loup. Ja, das hat so eigentlich keinen Duft. Aber diese... Ja, ich gehe jetzt mal gerade mit dem Finger rein. Also, hört ihr das? Das klebt wirklich dolle. Und die Peelingkörner sind auch wirklich, gucken, grob, aber es klebt. Ja, es klebt ungemein. Das habe ich bis jetzt nur, ich meine, zwei, dreimal verwendet. Aber ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Keine Frage. Dann habe ich hier von BB Zartpflege Lippenpflege mit fruchtigem Kirschduft. Ich meine, den könnt ihr sogar auch noch bekommen in der Drogerie. Der ist, glaube ich, auch ganz neu. Der gibt eine sanfte Farbe ab. Riecht schön nach Kirsche. Dann habe ich hier einen Balea Intensiv. Tadam. Der hat keinen besonderen Duft. Dann habe ich den von Isana mit Vanille. Ich meine, der ist auch ganz neu bei Rossmann. Ich weiß. Oh, der riecht wirklich nach Vanille und Kekse. Der ist ganz neu.
Dann habe ich mir hier die mal geholt. Das war eine LE von Essence, Get Ready. Und zwar war das die Pac-Man LE gewesen. 4,2 Gramm. 01 Plinky steht hier drauf. Ja, war von der Pac-Man LE gewesen. So, da ist der kleine Pac-Man. Das ist aber auch so ein pH-Stift. Ja, der ist hier so allen Farben in grün, dunkelgrün. Ja, aber auf den Lippen wird der rosa. Genau. Dann habe ich hier einen von Plistex Sensitiv. Ja, der ist ja wirklich ganz neutral. Plistex ist gut und davon hat mein Mann auch eine andere Variante am PC, weil seine Lippen sind auch öfters mal so trocken. Dann habe ich hier von Isana Lippenpflege Coconut. Ich meine, die sind auch neu noch zu haben. Hat auch so eine schimmerige Farbe. Riecht schön nach Kokosnuss. Also ich liebe Kokosnuss, gell? Hier habe ich nochmal den anderen Labello Pearly Shine. Den habe ich nochmal in einer anderen Variante. Genau, der ist bald leer. Ach, riecht schön frisch. Den habe ich, wie gesagt, öfters aufgebraucht schon. Hier habe ich noch zwei andere, die ich euch eben gezeigt habe. Die habe ich mal geschenkt bekommen gehabt von jemandem. Dann habe ich hier einen Essence Kiss Care Love Lip Balm. Ich meine, den kriegt man nicht mehr. Das ist sogar noch einer von meiner Jugend. Ja, den kriege ich auch gar nicht mehr hochgedreht, aber der ist auch schon bald aufgebraucht. Deswegen der wird langsam aussortiert. Der ist echt von meiner Jugend noch. Den kann ich auch gar nicht mehr nach oben drehen. Dann habe ich hier einen von Isana Cherie. Ich meine, die kriegt da sogar alle noch. Genau, der ist mit Kirsche und Erdbeere. Der glitzert auch ein bisschen. Dann habe ich hier einen, der war letztes Jahr im Adventskalender von Essence drin. Das ist auch so ein pH Stift, ja, der die Farbe ändert. Dann habe ich hier noch ein. Ach nee, warte mal. Moment, stopp. Den hier hatte ich im Adventskalender von 2019. Das war dieser eckige gewesen. Da habe ich auch Bilder auf Instagram eingeblendet. Genau, der ist von da. Und der hier von Essence, das ist auch so ein, ja, Color Changing Lip Balm mit Vitamin E. 4,8 Gramm sind da drin. Der war von letztem Jahr vom Kalender. Das war so ein großer gewesen. Da konnte man so aufklappen. Da war so ein schönes Dörfchen. Die Kalender, die behalte ich wirklich alle. Der war da drin gewesen. Der ist dann so orange. Färbt aber auch die Lippen ein, gell? Der war vom letzten Jahr. Dann habe ich hier einen von Balea Lippen Vaseline All Waiter, pflanzliche Vaseline für trockene Lippen, ist vegan, 10 ml. Ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommen könnt bei DM. Müsst ihr mal gucken. Hat so eine schräge. Ja, der hat auch jetzt keinen wirklichen Duft. Das ist wirklich so eine Lippenvaseline, wenn die Lippen wirklich ganz, ganz ausgetrocknet sind. Dann habe ich hier den Lippenpflege-Lip Balm, 6,8 Gramm von Elkos. Den ist vom Edeka. Ja, riecht auch so frisch. Dann habe ich hier einen von Isana. Sanft Rose, sanfte Pflege. Den habe ich schon etwas länger. Ich weiß nicht, ob man den noch bekommen kann. Der ist aber auch schon bald aufgebraucht. Der riecht auch schön nach Rose. Dann habe ich hier einen von Labello Care und Color in Red, also Rot, 4,8 Gramm. Den habe ich auch schon ein bisschen was länger. Hat so einen Pflegekern in der Mitte. Der hat keinen Duft, aber der gibt eine rote Farbe ab. Dann habe ich hier einen von BB, den Classic. Den hier. Der ist aber auch schon bald leer. Ja, der ist bald abgenudelt. Der riecht schön frisch. Den werde ich jetzt demnächst mal leer machen und aufbrauchen.
Dann habe ich hier einen von Labello Frutti Shine Sweetberry, 4,8 Gramm. Den habe ich auch schon was länger, aber ich meine, die müsste da noch bekommen, oder? Ist auch so rot, bisschen Glitzer mit drin. Riecht schön nach Kirsche und Erdbeere. Dann habe ich hier einen von BB Pearl Glanz. Den hatte ich in dem Täschchen drin, der mein Bruder mir letztes Jahr geschenkt hatte zu Weihnachten. Das war von BB so ein rosanes Täschchen. Da war eine Creme drin, ein Duschgel drin, Haarshampoo drin. Und auch diese Lippenpflege war da drin gewesen. Ja, der hat hier so ein Pearl Shiny Shiny. Riecht ganz frisch, so futtrig, ja. Den. Dann habe ich hier einen von Balea, Pearly Vanilla. Ich meine, den glaube ich, gibt es bei DM gar nicht mehr. Der ist weiß, aber der hat Glitzerpigmente drin. Die gibt jetzt auch, glaube ich, keine Farbe ab, oder? Ah, doch. Wenn man den Dollar aufträgt, ist der so weiß und dann so schimmrig. Könnt ihr es sehen? Ja, könnt ihr sehen, glaube ich. Und der riecht wirklich schön nach Vanille. Dann habe ich hier einen von Balea Tropical Wipes. Noch einen anderen. Die haben alle irgendwie, ja, 4,8 Gramm. Der sieht so aus. Der riecht so richtig fruchtig. Richtig fruchtig. Dann habe ich hier von Isana Pflege Pearl und Gloss. Ich meine, den habe ich euch schon eben gerade nochmal gezeigt. Den habe ich, glaube ich, doppelt. Ja, der hat auch so einen Shiny. Shiny. Ich liebe dieses Jahr, ja. Dann habe ich von Balea diesen Smoothie. Ich weiß nicht, ob ihr den noch bekommen könnt. Keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken. Der ist weiß. Und der riecht auch wirklich wie ein Smoothie. Nach allen möglichen Früchten. Und dann haben wir das letzte. Und zwar von Balea Lippenbalsam Pearl Glanz. Schimmernder Seidenglanz, zarte Lippen, 10 Milliliter sind da drin. Ich weiß nicht, ob er diese Tube bei DM noch so bekommen könnte. Ich glaube nicht. Hat auch so eine schräge und da kommt dann auch so ein Gloss raus. Riecht ganz frisch. Genau. Und dem. Und dann ist das Täschchen auch schon leer. Dann geben wir ihn mal da wieder rein. Ja, das waren meine Lippenpflegestifte-Sammlung. Und ja, ich liebe Lippenpflege. Jeder, der jetzt sagt, du spinnst doch, das ist doch viel zu viel, da kriegst du doch nicht aufgebraucht und pipa, plupp, plapp. Oh, jetzt geht's, das muss ich ja auch abputzen. Der, ja. Soll denken, was er will. ich liebe meine Lippenpflegesammlung, ja, und ich benutze alle meine Lippenpflegestifte. Ich habe schon mehrere aufgebraucht und ich habe unten sogar noch einen von Isana, der ist noch eingepackt. Den habe ich aufgebraucht, den habe ich aber jetzt nicht aufgemacht, weil ich schon so viele auf habe. Der ist in meinem Backup-Schrank. Das ist auch von Isana mit Honig. Da ist so eine kleine Biene mit drauf, den könnt ihr sogar bei Rossmann noch bekommen. Ich meine, der ist sogar im Standardsortiment drin. Genau. Ich liebe meine Lippenpflegestifte hier alle. Und ich brauche die alle auf. Ich habe auch schon, wie gesagt, viele aufgebraucht. Und ich werde mir auch viele limitierte noch kaufen, ja, die mir gefallen und die ich ausprobieren will. Und ich probiere sehr gerne aus. Und ja, jeder so, wie er mag und jeder so, wie er möchte. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch diesen Lippenbalm hier drauf. Ist so ein Tübchen. Ich meine, das ist sogar auch ganz neu in der Essenstheke. Genau. So eine zarte Butter. Oh, hat er meinen Magen gehört? Der knurrt. Ich mache gleich was zu essen. Das ist wirklich eine sehr reichhaltige Lippenbutter.
Ja. Also, wenn ihr trockene Lippen habt, der pflegt wirklich schön und der riecht schön nach Kokos. Nur wenn ihr keinen Kokos mögt, dann glaube ich, ist das nichts für euch. Aber der ist super toll und wenn der hier leer ist, dann werde ich mir den sehr wahrscheinlich auch nachkaufen. Genau. So. Dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefällt, gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Würde ich mich mega drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere steht ja in der Infobox, wisst ihr ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest-Adventswochenende vom 3. Advent und einen schönen Start in die neue Woche morgen. Und ja, lasst den Abend gemütlich ausklingen. Das werden wir auch tun, ich und mein Mann. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao. -i.